Hallo, Inga. Hallo, Tag. Machst du mir die Nase wieder schön groß? Die Nase wieder schön groß? Ja, so wie immer. Also die ist mir jetzt zu klein, also dass sie ein bisschen größer wird, dass sie ein bisschen mehr hermacht. So. Wie weit kann man mit so einer Nase riechen? Man kann ziemlich weit riechen. Ich bin hier in Leipzig, kann jetzt riechen, was in Dresden auf dem Tisch steht. Meine Mutter ist aus Dresden. Meine Mama ist aus Dresden. Meine Tante ist aus Dresden und meine Cousins sind aus Dresden. Ja, kannst du dann auch einen Satz noch richtig schön auf Sex sprechen? Ich kann überhaupt nicht. Ich kann das gar nicht. Ich kann überhaupt nicht. Nur so dünn, als wenn ich reden komme. Also sie sagen auf jeden Fall mal nü, das weiß ich. Nö. Nö. Nö heißt aber ja und nein. Und kann man also, es gibt dieses nü, nü, nü und nü. Ich kann das, wenn ich in Bayern bin, dann glauben alle, ich könnte Sächsisch sprechen. Aber wenn ich in Sachsen bin, merken die natürlich. Ja. Bam, 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 bam. Ich habe gehört, du wohnst neben Gerhard Richter. Akzeptiert er dich als Künstler? Wo hast du gehört? Woher gehört? Also nein, also der große Künstler Gerhard Richter, der große Maler, wohnt in der Nähe in Köln. Das ist wohl wahr. Aber das ist was ganz anderes. Das ist ein richtiger Künstler. Ich bin ja ein Clown. Ja, also das ist ja überhaupt nicht vergleichbar. Also wenn ich was male, ich kann nicht mal einen Stuhl malen, weißt du? Ich habe nur auf einem Auge sehe ich nichts von Kind an. Das heißt, ich kann nicht so dreidimensional gucken und kann nicht mal einen Stuhl malen. Aber du bist doch ein Multitalent. Du hast doch schon so viel gemacht. Ja, Regie. Alles. Was hast du alles gemacht? Regie? Ich gucke immer so ungern drauf, was ich alles gemacht habe. Ich gucke lieber nach vorne, was es noch zu tun gibt. Und da gibt es noch eine ganze Menge. Und dann habe ich auch gehört, dass du in einem Musical den Katzenleuchter spielst bei Schön und das Biest. Ja. So viel zum Talent. Ja, habe ich gemacht. Genau. Das ist richtig. Das habe ich auch gemacht. Musical habe ich auch gemacht. Ja, das ist ein ganz normales Musical. Das ist ja ein verwunschener, ein Mensch, der in einen Kerzenständer, sagen wir mal, verzaubert worden ist. Mhm. Und da gibt es einen Kerzenständer und eine Uhr. Und die sind bei Die Schön und das Biest, das ist, wie man früher sagen würde, so ein Buffo-Pärchen. Das heißt, dafür kann man Schauspieler nehmen. Die singen zwar auch, aber müssen nicht so toll singen können wie alle anderen. Ja. Das habe ich 150 Mal gespielt. Ja, das war eine sehr schöne Arbeit. Das war, ja. Ich war der einzige Deutsche in einem internationalen Ensemble. Das war ganz toll. Schön. Ich finde toll, dass du immer so mich nicht nur vorne schwingst, sondern auch hier hinten schwingst. Ja? Ja. Weil es werden ja hier immer ein bisschen weniger. Mhm. Und ich sehe das mal bei den Kollegen in Talkshows, die siehst du von vorne und dann kommt die Kamera von hinten und dann siehst du hier so eine Pläte. Und dann denke ich mal, da hat die Maskenbildner noch nicht aufgepasst. Und das machst du immer ganz toll. Du kommst, also ich setze mich hin, du fängst quasi hier an und arbeitest dich dann nach vorne. Nach vorne vor. Aber Ingolf, du weißt ja, wahre Schönheit kommt von innen. Ja. Ich kann es nur unterstützen. Ja. In diesem Sinne. Ja. Dankeschön. Ich wünsche dir eine schöne Show. Ja, danke schön. Okay. Toi, toi, toi. Ja, und ja. Lass ich die drin? Achso, nee, nehme ich raus. Danke. Bis gleich. Bis gleich. So, Tupi, dankeschön.